Also wir beginnen jetzt das Video, Franz. Alles, was mir jetzt komisch ist, sagen, können wir noch wegschneiden. Du hast eine größere Tasse Kaffee als ich. Eine größere. Also, wir legen jetzt mal los. Oder wollen wir loslegen? Genau. Sag mal deine Tasse Kaffee, du hast schon mehr Tasse Kaffee als ich. Also, schön, dass ihr zugeschaut. Wir müssen uns noch ein bisschen warm reden. Ihr merkt das erste Video gemeinsam. Die Videos mit mir, die kennt ihr schon auf meiner berühmten Couch. Und heute habe ich mir jemanden eingeladen, nämlich Franz Teichert. Schön, dass du da bist, dass du dich auf dieses Experiment einlässt, mit mir ein Video zu drehen. Ich glaube, wir haben noch nie ein Video zusammen gemacht. Nee. Schön, dass du da bist. Ist es überhaupt mein erstes Video? Echt? Ja. Cool. Gut, also dann, niemand kennt dich. Also ich kenne dich und ein paar Leute auch, aber von euch kennt niemand den Franz Teichert. Also nochmal schön, dass du da bist. Ich hatte schon geschrieben, du bist Diplompsychologe. Was hat das mit Pädagogik zu tun? Das hat mit Pädagogik erst einmal gar nichts zu tun. Nur wenn man tiefer guckt, dann sieht man, dass in der Pädagogik enorm viel psychologisches Wissen eine Rolle spielt. Wie bist du damit dazu gekommen? Also als Diplompsychologe, also ich stelle mir einen Diplompsychologen immer so vor, da gehe ich hin, wenn ich eine Meise habe. Vielleicht brauche ich dich also nochmal. Aber ich habe schon erzählt, du hast mir viel geholfen in meinem Job. Also wie bist du zur Pädagogik gekommen von Psychologie? Also ich habe klinische Psychologie studiert auf Diplom. Und dann noch Arbeits- und Organisationspsychologie auf Diplom und habe dann eine Trainerausbildung gemacht. Und in der Firma, in der ich gearbeitet habe, haben wir oft Anforderungen bekommen von Schulen, von Gymnasien oder von Kindergärten. Mhm. Und außer mir hatte niemand richtig Lust, mit Pädagogen zu arbeiten oder mit Lehrern. Lehrern sind ja nun bei Gott nicht die Dümmsten. Und, aber warum wollte dann niemand mit denen arbeiten? Das klingt interessant. Weil du kannst sozusagen nicht einfach fertige Module absenden. Okay. Das heißt also, Lehrer gehören mit zur Klientel, die Dinge hart hinterfragen im Einzelfall. Ja. Das heißt also, hast du keine gute Tiefe, also in Bezug auf die Begründung oder warum man das jetzt macht, warum es jetzt sinnhaft ist, warum man nichts anderes nehmen sollte jetzt oder so, dann bekommt man da Schwierigkeiten. Mhm. Und da ich selber lange als Dozent gearbeitet habe, kannte oder kenne ich die Probleme, die ein Lehrer oder ein Dozent hat, die kenne ich. Okay. Ob du nun eine Klasse hast oder ob du eine Gruppe vor dir hast von Auszubildenden oder so oder Studenten, es ist in der Endkonsequenz eine Gruppe Menschen, junge Menschen, mit denen du zurechtkommen musst. Also das Problem ist natürlich unterschiedlich gelagert, aber es ist in der Endkonsequenz immer dasselbe. Also coachst du nicht nur Trainer, coachst du nicht nur Lehrer und Teamleiter, Pädagogen, sondern du hast das am eigenen Leib praktisch erfahren. Also ja, genau. Du kennst dieses Gefühl, ich kenne das, wenn du genau vor einer Klasse stehst genau. Und du willst ihnen irgendwas erzählen, also fachlich bist du super vorbereitet, das hast du im Kopf, du weißt, was du machen willst, gehst da rein in die Klasse und dann sitzt dort hinten irgend so jemand und der hat schlechte Laune. Pickel, guck dich blöde an und mach dir den Unterricht kaputt. Also du kennst das selber, dieses ich Gefühl, das davor Gefühl zu stehen, du willst irgendwie dein Programm machen und willst, das Ding läuft und irgendwie und kommt was dazwischen. Es interessiert niemanden. Es interessiert okay. niemanden. Also hast du das sozusagen von beiden Seiten schon erlebt? Mhm. Interessant, okay. Das Thema, über das wir heute sprechen werden, heißt, ich habe es schon angekündigt, warum sind Außenseiter toll? Wir haben das Ganze in ein Skript zum Video, das bekommt ihr kostenlos bei Lehrermarktplatz heruntergeladen und das in ein Skript noch zusätzlich gefasst. Also ein Skript kann man es eigentlich nicht nennen, sondern es ist tatsächlich ein Basistext, das, was wir heute im Video besprechen werden. Ich werde dir ein paar Fragen dazu stellen. Ich habe das natürlich, du hast den Text geschrieben, hast du mir gegeben. Ich habe mir den mal angeschaut und tatsächlich aus meinem Lehrerblick darauf geschaut und werde auch ein paar Fragen stellen, bin mal gespannt, was du dazu sagst. Dieses Skript, wie gesagt, oder diesen Basistext könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Und wenn ihr Fragen dazu habt, dann schreibt mir bitte in die Kommentare. Schreibt mir direkt in die Kommentare oder lasst mir einfach eine Nachricht zukommen. Und wir werden gerne darauf eingehen, werden gerne weiter Fragen dazu beantworten. Sehr gerne, sehr gerne.
Okay. Also nochmal, warum sind Außenseiter toll? Insgesamt ist das Ganze in drei Teile gegliedert. Erstens, irgendjemand sitzt immer am Rand. Dann Sympathie ist ein knappes Gut. Interessante Behauptung. Bei so Sympathie, ich dachte immer, man kann jeden irgendwie sympathisch finden. Scheinbar nicht. Theoretisch. Wenn wir drüber sprechen. Und der Außenseiter stärkt das Ego. Wahrscheinlich der interessanteste Punkt. Okay. Zum ersten Teil. Irgendjemand sitzt immer am Rand. Also sozusagen, warum gibt es überhaupt Außenseiter? Und da hast du geschrieben, dass jede Gruppe prinzipiell immer ein Zentrum hat und eine Peripherie. Das geht gar nicht anders. Und das ist in jeder Gruppe, ist das so? Also es ist egal, immer, ob man eine Kindergartengruppe nimmt. Es gibt immer einen Außen oder einen Innen. Von es gibt immer. Also es ist ganz natürlich. Also so, du hast das formal logisch genannt. Also es ist einfach so. Ja, also du kannst eine Menschengruppe nehmen und irgendjemand muss halt am Rand sitzen. Ja, das kann man sehen. Du kannst bei der Reise nach Jerusalem und macht so eine Schulreihe auf und irgendjemand sitzt einfach am Rand. Ja, das ist einfach so. Das muss man erstmal so akzeptieren. Ja. Und da muss man jetzt nicht drauf gucken, so wie, oh, oder so, das wäre jetzt schlimm oder so. Oder man muss das gar nicht werten. Nein, ist einfach so. Du nimmst eine Gruppe von Leuten, setzt die irgendwo hin, jemand sitzt am Rand. Ja, jemand sitzt am Alles klar. Und dann hast du gesagt, das ist natürlich, wenn man dann aus dem sozialpsychologischen Blick drauf guckt, sagst du, okay, bei Gruppen sind halt Menschen, du hast es genannt, sozial begünstigter. Und das interessiert mich natürlich, was meinst du mit sozial begünstigter? Was bedeutet das? Bedeutet das finanziell? Bedeutet das kulturell? Was genau meinst du damit? Also sozial begünstigt ist, wenn man das ganz nüchtern definiert, bedeutet, dass der sozioökonomische Status, also Einkommen und Besitz der Eltern und der soziokulturelle Status, also der höchste Bildungsabschluss, dass der, in dem Fall wäre es abgeschlossenes Studium oder sogar eine Promotion und so, und der hat den Einfluss sozusagen, sozial begünstigt zu sein. Der Mensch hat, wenn man das genau nimmt, wir sind da ein bisschen vorsichtig, wie das mit der Wichtung ist, aber wir haben eigentlich zwei Dinge, die extrem stark unsere Persönlichkeitsentwicklung beeinflussen. Das eine ist die Anlage, also das, was man an Potenzial sozusagen mitbekommt, das, was wir Talente nennen, Begabung nennen. Okay. Und das andere ist die soziale Herkunft. Okay. Also die früher, noch im 20. Jahr und 19. Jahr, hätte man gesagt, das sind die beiden Schicksalsfaktoren des Kindes sozusagen. Okay. Na, dass du eine biologische Basis hast, eine genetische Basis hast und dass du eine soziale Basis hast. Okay. Und an der genetischen Basis kann man noch nicht viel ändern. Nein, man kann das Potenzial nur versuchen zu entfalten. Okay. Aber man kann an der Ausstattung sozusagen, kannst du in der Endkonsequenz nichts ändern. Okay. Also das ist schon ähnlich, wie wenn man ein Auto sich kauft mit einer 1,1-Liter-Maschine, dann bekommst du aus der Maschine, wenn du ein bisschen mit dem Schraubenzieher dran gehst, nicht plötzlich eine 5-Liter-Maschine raus. Okay. Das bleibt ein kleines Auto. Also so wie ich mit meinen kurzen Fingern, ich kann zwar trainieren und kann irgendwie versuchen, das Beste aus den kurzen Fingern rauszuholen, ich habe aber einfach mal von meiner Anlage her kurze Finger, ich werde jetzt kein Top-Pianist. Kann ich machen, was ich will. Zum Beispiel. Okay. Dann hast du geschrieben, du hast vom sozialpsychologischen Blick geschrieben, braucht man den als Lehrer und kann man das lernen? Also gut, Inhalt des Studiums in der Lehrerausbildung ist Psychologie. Wie sehr kann dieser sozialpsychologische Blick uns als Lehrer helfen oder nicht? Also das Thema klingt natürlich ein bisschen abseitig so, obwohl wir das natürlich alle kennen, auch aus der eigenen Erfahrung, was ein Außenseiter ist. Zumindest haben wir es gesehen. Aber genau genommen ist das der Einstieg in das, was man Gruppendynamik, Gruppenentwicklung, Veränderung von Gruppen nennt. Das heißt, wenn ich eine Gruppe nicht lesen kann, wenn ich nicht verstehe, sozusagen, wie eine Gruppe agiert, dann bin ich nicht in der Lage, sie zu beeinflussen. Und das ist etwas, was im Studium, im Curriculum, auch bei den Pädagogen zu kurz kommt. Also wie verstehe ich, wie eine Gruppe funktioniert? Wie verstehe ich sozusagen, welche Dynamik in der Gruppe drin ist? Verstehe ich das? Bin ich in der Lage, das zu beeinflussen?
Hast du das verstanden am Ende deines Studiums Nein. oder hast du länger gebraucht? Nein, ich habe das erst durch die Trainerausbildung und dann verstanden, indem ich selber als Dozent gearbeitet habe. Und du hast Psychologie studiert? Ja, ja. Also genau genommen hätte ich, wenn ich das Studium jetzt nehme, also klinische Psychologie, Arbeitsorganisationspsychologie war ein bisschen konkreter. Also ich habe viel von psychischen Störungen verstanden und so, aber wenn mir jemand die Frage gestellt hätte, ich muss mich jetzt vor Pädagogen hinstellen und muss über das Thema Gruppendynamik reden. Mhm. Und zwar spezifisch, so wie das in der Schule, im Klassenzimmer abläuft. Dann hätte ich das nicht gekonnt. Also den Blick sozusagen zu öffnen von Pädagogen für diese Phänomene sozusagen. Also ist es keine Selbstverständlichkeit, Gruppen lesen zu können, selbst wenn man Psychologie studiert hat oder eine Lehrerausbildung gemacht hat? Das ist selbstverständlich. Brauchst am Ende den Blick dafür, den kann man schärfen, aber vielleicht braucht man da ein bisschen Hilfe und die wollen wir geben. Mhm. Okay, dann kommen wir zum zweiten Komplex. Sympathie ist ein knappes Gut. Ich bin erst ein bisschen darüber gestolpert, ganz ehrlich. Und du schreibst was Interessantes: Der Außenseiter ist am wenigsten integriert. Das ist ganz logisch, gut, der ist also nicht bloß formal, der sitzt nicht am Rand der Außenseite, kann ja auch in der Mitte der Gruppe sitzen, trotzdem ist er in die Gruppe nicht, also das am wenigsten involviert. Am wenigsten involviert. Involviert meinst du zum Beispiel, ist es ein gutes Beispiel, der kann über die Witze nicht lachen, die die Gruppe erzählt? Das also, ist egal, was es ist. Ist egal, also es gibt kann sich immer, in allen möglichen, kann sich in allen möglichen wie sagt man, Attributen der Zugehörigkeit manifestieren. Mhm. Sei es in der Kleidung, sei es im Verhalten, sei es im Auftreten, sei es im Wissen, sei es in der Attraktivität, das ist vollkommen egal. Okay. Also die Frage ist nur, das ist natürlich nie wirklich bewusst oder oftmals nie bewusst ist das, welche Wertigkeit bestimmten Attributen beigemessen wird. Okay, also man kann durchaus in einer Situation Außenseiter sein, macht aber nichts. Nein. Okay. Also wenn das vorüber, wenn das temporär wenn ist. Wenn das temporär ist und die Frage ist halt für mich als Lehrkraft, wann wird es interessant? Also, wann wird das etwas, wo ich eingreifen muss, weil ein chronischer Außenseiter, also jemand, der nie wirklich dazugehört, bringt in der Endkonsequenz nicht das an Potenzial auf die Rampe, sozusagen in der Schule, was eigentlich in ihm steckt. Und das bringt mich zur nächsten Frage. Kann ich das als Lehrkraft, wenn ich es erkannt habe, kann und muss ich das beeinflussen? Kann ich das beeinflussen, dieses Also man kann das definitiv beeinflussen. Man kann das definitiv beeinflussen. Man kann das definitiv beeinflussen. Die Frage, ob man das muss, da bin ich vorsichtig. Okay. Das hängt von den Umständen ab und von den Möglichkeiten, Fähigkeiten und so. Ihr Lehrer werdet das vielleicht nicht immer so analytisch aus der Sicht des Psychologen sehen, aber fühlen tut man das sofort, wer der Außenseiter in der Gruppe ist. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ihr da ein sehr gutes Gefühl dafür habt. Vielleicht auch so zwischendurch, wenn ihr irgendwie Fragen habt dazu, schreibt doch mal in die Kommentare, woran erkennt ihr die Außenseiter, wo wird es kritisch? Also das meine ich ja, also das ist ja nicht so schlimm im Sport, das müssen ja nicht alle die Hürden schaffen und so weiter. Also der eine ist in dem Bereich gut, der andere da, ja mein Gott, und dem einen macht es was aus, wenn er eine 4 kassiert im Sport und dem anderen nicht. Das sind dann nur so die formalen Sachen, aber die Frage ist, wie sehr wird sozusagen der weitere Lernweg davon beeinflusst, wenn das Kind ständig ablust auf Deutsch. Ja? Also ist das wichtig für mich dann als Lehrkraft einzugreifen, ja oder nein? Also ab wann wird es wirklich kritisch? Das kann man sehr einfach beantworten. Das stärkste Bedürfnis, was der Mensch hat, das stärkste Bedürfnis, also auch wenn man die physiologischen Bedürfnisse mit dazu nimmt, also Essen und Trinken, ist das Bedürfnis nach Bestätigung, nach Geltung. Freud hat es wirklich Geltungsbedürfnis auch genannt und so, und das stimmt auch. Das heißt, ein Mensch kann genauso wie er hungrig ist, das heißt, dass er was essen muss oder dass er durstig ist, dass er was trinken muss, gibt es das, was man emotionalen Hunger nennt. Ja. Und ein wirkliches Defizit, also eine Frustration sozusagen, eine starke Frustration dieses Bedürfnisses, führt in der Endkonsequenz dazu, dass das Bewusstsein sozusagen davon erfüllt ist, wirklich erfüllt ist. Also deine Situation ist dir auf Deutsch gesagt wie eine Krankheit ständig vor Augen.
Und das behindert sozusagen die Entwicklung im Geistigen, im Emotionalen, im Das wäre Sozialen und dann der so. Punkt, wo ich als Lehrer eingreifen sollte. Eigentlich ja. Ja, Wenn eigentlich ich es ja. lesen kann Ja. und erkennen Also kann erstmal. die Entwicklungsdynamik sozusagen, ist durch einen Mangel an Bestätigung, durch einen Mangel an Anerkennung in der Peer Group, also in der Schulklasse oder auch durch den Lehrer oder sowas, ist ein deutlicher Bremsversuch sozusagen. Also du behinderst sozusagen die Entfaltung von Potenzial. Okay. Auch wenn Eltern ihre Kinder zu wenig lieben oder sich zu wenig mit denen beschäftigen, nicht kommunizieren und so weiter. Vor allem, also es ist ja so, in der frühen Zeit, also in der Vorschulzeit, ist, wo wir heute ein bisschen eine Veränderung haben, ist nicht Bildung entscheidend, also ist nicht der Hauptfakt, es ist Bindung. Und Bindung produziert sozusagen, eine gute Bindung produziert diese Gefühle. Also gibt dir das, was du willst, Bestätigung, Anerkennung, Liebe, Wertschätzung und so weiter und so weiter. Die Bindung ist der entscheidende Faktor. Und der Außenseiter hat, so wie das auch im Text steht, ist ein Mangel an Bindung, ist das. Muss ich als Lehrkraft dafür sorgen, dass diese Bindung in der Gruppe entsteht oder kann ich das kompensieren durch mein Auftreten, meinetwegen? Ich nehme denjenigen mehr unter die Fittiche oder lobe ihn noch mehr. Oder woher muss das kommen? Ist das zu viel jetzt? Kannst du das ganz kurz anreißen oder wäre das ein Thema fürs nächste Video? Eigentlich ist das ein großes Thema, weil es um Kooperation in Gruppen geht, also zum Zusammenarbeit. Wie agieren Schüler miteinander oder wie agieren überhaupt Menschen in einem Team miteinander? Aber der Königsweg, wenn man sagt, also ich würde wirklich gerne etwas ändern, ist nur, dass man einer Gruppe eine Anforderung stellt, wo sie kooperationspflichtig wird. Das heißt also, wenn sie nichts tut, kriegt sie Schwierigkeiten, bekommt sie Stress, kommt mit der Aufgabe nicht zurecht. Okay. Und in dem Moment, wo die Anforderung sozusagen zum Beispiel nicht fachspezifisch ist, sondern sie ist übergreifend, weil man einen Wandertag oder einen freien Tag benutzt, einen Schultag, was immer man da hat, dann ist es möglich, sich auch so eine Aufgabe zu stellen, wo sich eine Gruppe neu definieren kann und muss. Wo auch vielleicht in einer ganz anderen Situation nach der Außenseite mal die Chance hat, ja, genau. mit etwas genau. zu zeigen, was er kann und ja, dann genau. dadurch auch von der Gruppe ja, genau. akzeptiert wird. Man sagt, na Mensch, genau. der ist vielleicht ansonsten in dem Bereich immer, ja, genau. Entschuldigung, dass ich so sage, aber kackt er ab, ja? Ist er nicht integriert und so weiter, aber vielleicht in einem ganz anderen Setting hat er die Chance zu strahlen ja. im Moment. Ja. Und okay, interessant. Okay, kommen wir zum dritten Themenkomplex. Du hast den genannt, der Außenseiter stärkt das Ego. Und ich habe das gelesen, du hattest so Vergleiche gebracht mit Dschungelcamp. Ganz kurz, ihr könnt das alles dann noch nachlesen im Begleittext. Du hattest gesagt, wenn wir Dschungelcamp schauen, dann schauen wir uns das an und denken so, na, also wir bauen unser eigenes Ego daran auf und sagen, mein Gott, die benehmen sich ja unter aller Sau, wie die dort irgendwie durch den Dschungel gehen und dann müssen die irgendwelches ekliges Zeug essen, reden dummes Zeug und wir können uns daran aufbauen und sagen, ja, also Mensch, also mir geht es dann doch ganz gut. Also ich muss mich nicht für irgendwie 10.000 Euro dadurch irgendwelche Drecksaufgaben durchschlängeln und muss, was machen die dazu? Die essen irgendwelche komischen Eier, Känguruaugen, unangenehme Alligatorenschwänze, irgendwas, unangenehme Dinge. Und das ist dann so was Böses, so ein bisschen, also kommt vielleicht so ein bisschen Schadenfreude so mit rein. Ja. Und wir weiten uns dann an diesem Anblick und sagen, ach Mensch, da geht es mir aber gut im Vergleich. Ja. Interessanter Vergleich. Also du bezeichnest das, wir holen uns am Schwachen Sicherheit. Wie meinst wir du das? Stärken unser Ego am Schwächeren. Das heißt eigentlich, genau genommen, dass, ich habe es auch in dem Text geschrieben, dass Anerkennung und Bestätigung, Sympathie zum Beispiel, ist nichts, worauf wir sicher setzen können. Also du kannst nicht kontinuierlich darauf setzen, dass die Leute dich alle großartig finden. Das kann man versuchen und so, aber du kannst da nicht drauf setzen. Weil ja Gruppen sich auch ständig ändern. Ja, und man kann ja schon durch ganz kleinste Veränderungen, siehe Schmetterlingseffekt, kann man große Wirkungen auslösen. Plötzlich kann dich jemand nicht mehr leiden, bloß weil du den nicht früh umarmt hast oder was weiß ich. Und da hat die Evolution sozusagen einen Mechanismus eingestellt, dass
dass wir unser Ego, das heißt uns Bestätigung holen, wenn wir Menschen sehen, die in irgendeiner Form unfähiger, nicht so attraktiv, in unseren Augen sozusagen doof sind, dass wir uns darüber lustig machen, dass wir darüber lästern, dass wir darüber klatschen. Klatsch ist ja eigentlich der Austausch über in der Regel nicht anwesende Personen. Und da sagt man nicht, du hast schon gesehen, wie toll der ist, sondern in der Regel sagt man, hast schon gesehen, der war doch ganz schön doof. Du nennst das Psychohygiene, das klingt ja erstmal gut. Hygiene klingt ja gut. Naja, also Psychohygiene bedeutet, wenn man das so ganz feuilletonistisch definiert, bedeutet eigentlich, dass man das, wenn man irgendwas nicht gut hinbekommen hat, irgendwas ist schiefgegangen oder so, sind die anderen dran schuld. Das ist Psychohygiene. Also du machst dich nicht selbst zum Schuldigen, sondern sagst, also Moment mal, hast eine Klassenarbeit geschrieben oder sowas, der Arsch mit seinen blöden Fragen. Dann ist der Arsch mit seinen blöden Fragen sozusagen daran schuld, dass du sozusagen die schlechteste Arbeit geschrieben hast. Okay, das können das ja Schüler sehr gut, sie sagen, oh Gott, da hat der Lehrer gar nicht drüber gesprochen und jetzt schreiben wir da eine Klassenarbeit darüber oder ja. Ich habe die Frage nicht verstanden, der Lehrer ist sehr doof und so, das können die sehr gut. Ja, also du Externalismus. Ja, man externalisiert sozusagen die Ursache. Okay, also super. Externe Ursachenzuschreibung. Es gibt auch Attribution, nennt man das natürlich. Diese Funktion ist an sich erstmal gesund. Das ist, an sich ist es gesund erstmal. Also es ist nicht. Also bloß weil du sagst, die anderen sind doof und ich nicht, dann bist du nicht psychisch gestört. Der Punkt ist, dann fängt es an, kritisch zu werden, wenn dich das behindert. Okay. Also wenn du dadurch sozusagen quasi entwicklungsgebremst oder ausgebremst wirst, weil du nicht sagst, ich muss da selber was tun oder so und schaffe das nicht, wenn ich bloß immer der Meinung bin, dass die anderen dran schuld sind, wenn ich keine Ahnung habe. Oder so. Also in der Gruppe ist, wenn du eine Gruppe hast und wir haben mal festgestellt, es gibt immer Außenseiter, ist jetzt nicht die Gruppe per se böse, nein. Weil sie einen Außenseiter hat? Nein. Das muss man schon mal so feststellen. Nein. Die sind nicht per se jede böse, Gruppe, weil sie Außenseiter jede Gruppe in dem Moment, wo sie zusammenkommt, also neu zusammenkommt, produziert sofort einen Außenseiter. Okay. Sofort kommt der Außenseiter. Und zwar nicht als Boshaftigkeit, sondern... Nein, das ist natürlich. Genau wie man das objektiv sehen kann, sozusagen, dass eine Peripherie, also ein Außen entsteht in dem System, also in der Gruppe, in der Klasse und so, oder auch in der Stadt, ne, wenn wir das Fett- oder Speckgürtel nennen wir das. So. Genau so einen Außenrand gibt es sofort in der Gruppe. Warum? Weil Sympathie und Antipathie nie gleich verteilt sind, weil alle finden sich sofort sympathisch. Oder so. Die Umgangsformen, die wir haben, wenn wir gute Umgangsformen haben, die blockieren das ein bisschen. Also die verhindern sozusagen, dass Menschen sich unwohl fühlen in Gruppen. Wenn man höflich ist und zugewandt und so, dann wird das ein bisschen verhindert. Also so eine unverbindliche Liebenswürdigkeit, was ja Höflichkeit eigentlich ist. Kann also nicht schaden, wenn man Kindern beibringt, die Hand zu geben? Nein, das ist sehr empfehlenswert. Also das sozusagen nicht direkt der erste Eindruck gleich, oh Gott, das Kind kann nicht guten Tag sagen. Ja. So, ja. Okay. Interessant. Da kommen noch viele, viele interessante Themen. Also ihr merkt es, wir können gar nicht alles in die kurze Zeit packen. Da gibt es noch viele Themen, die wir noch in Zukunft besprechen können. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was interessiert euch? Welches Thema haben wir kurz angerissen? Wo sollen wir näher darauf eingehen? Ich persönlich, ich finde das Thema zum Beispiel ganz, ganz interessant. Gibt es so bestimmte Grundregeln, die wir Kinder beibringen müssen? Oder ist das einfach nur Spaß? Ist es nett? Oder warten wir darauf, bis die Kinder von alleine mal auf die Idee kommen, die Hand zu geben oder nicht? Nee, wir haben heute, das Thema ist eigentlich schon immer auf der Agenda. Wir nennen das bloß nicht mehr Umgangsform oder Höflichkeit, wir sagen dazu Wertschätzung oder Respekt. Also sowas benutzt man heute in der Toleranz, solche Sachen, die benutzt man heute im Umgang mit diesem Phänomen. Aber in der Endkonsequenz, wenn man es runterbricht, landet man immer bei Höflichkeit, also bei Umgangsform. Okay. Also es ist, und das erleichtert, das meine ich ganz, ganz ernst, das erleichtert sozusagen den Umgang miteinander und kompensiert sozusagen diese an sich bei uns nicht in unerschöpflicher Fülle vorhandenen Sympathiegefühle. Also wäre das für den Außenseiter, wäre das, darf ich das so interpretieren, wäre das für mich als Lehrer, wenn ich jetzt einen Außenseiter habe, einen Permanenten in der Gruppe, wäre das ein Weg, dem erstmal sozusagen
die normativen Regeln der Gruppe beizubringen. Also wenn ich, keine Ahnung, ich habe eine Gruppe, wie soll ich das jetzt sagen, wo es einfach normal ist, dass immer, wenn alle reinkommen, machen die, klatschen die irgendwie sich gegenseitig in die Hände oder sowas. Und wenn der solche Dinge sich abschaut und nachmacht, kann der dann, wie soll ich das sagen, kann das dann abgefedert werden? Kannst du mal ein Beispiel geben? Jetzt stehe ich auf dem Schlauch, du merkst Nein, schon. Also, das geht so nicht. Und zwar, wenn wir jetzt von Höflichkeit geredet haben, von Umgangsformen, dann sind das so allgemeine Formen der Art und Weise, miteinander umzugehen. Das heißt, wenn man reinkommt, sagt man guten Tag oder hallo, grüß dich, man gibt sich die Hand, sagt bitte und danke und gern geschehen und solche Sachen. Das ist ganz allgemein. Okay. Während die Begrüßungszeremonien, diese Form, dass du ein paar Mal die Hand übereinander und dich dabei noch drehst, du weißt da was, solche Sachen. Das sind sozusagen In-Group-Formen oder In-Group-Regeln, die demonstrieren sozusagen, dass du zu dieser Gruppe gehörst. Okay. Also das ist sozusagen Identifikationsmittel für die einzelnen Gruppenmitglieder. Das heißt, wenn jemand, der nicht zur Gruppe gehört, das einfach versucht nachzumachen, gehört der nicht, aber hallo. Ja. Das heißt, du darfst das an sich erst akzeptiert machen, wenn du zu dieser Gruppe gehörst. Ansonsten lachen die irgendwie. Deswegen finden Teenager das sau uncool, wenn der Erwachsene auf einmal irgendwie diesen macht. Ja, ja, du natürlich. Kennst den, also meine Nichte macht immer diesen hier, die kommen immer an und dann machen den den und sowas. Ja, ja. Und dann versuchen Erwachsene das immer zu imitieren, weil sie irgendwie auch so jugendlich sein wollen und so. Ja, ja. Und dann nicht. Ist es uncool. Du gehörst einfach. Nicht also, zu dieser Gruppe. Brauchst also nicht nur diese Dinge zu imitieren und denken, du gehörst dann dazu oder so. Das macht es dir leichter, einen Einstieg zu finden. Ja. Die finden das dann komisch und machen sich erst recht über dich lustig, wie fies. Weil man darf ja nicht unterschätzen, das ist nicht nur ein Mittel sozusagen, die Zugehörigkeit zu demonstrieren, sondern es ist auch immer ein Mittel sozusagen, sich abzugrenzen von anderen, indem man deutlich macht, wir gehen anders miteinander um. Das kannst du nicht einfach nachahmen, dadurch, weil du es nachahmst, denkst, du gehörst jetzt zu der Gruppe dazu. Das ist nicht möglich. Alles klar. Das ist nicht möglich. Okay. Gut, wir haben schon ziemlich viel erzählt. Franz, du darfst übrigens ein Stückchen zu mir rutschen, wenn du, du fällst langsam aus dem Bild. Ja. Okay. Gut, du darfst kurz was trinken. Ich muss nämlich auch mal gucken, was ich sehe. Ich habe mir einen riesengroßen Zettel. Ich habe eigentlich noch viel mehr Fragen. Wir verbringen mal viel Zeit, miteinander zu reden und zu machen. Aber interessanter ist ja, was ihr davon denkt, was ihr von der Serie haltet, dass ihr mich super findet, weiß ich sowieso. Was haltet ihr eigentlich von Franz? Und was der so erzählt? Und vor allen Dingen, was soll der noch erzählen? Also worauf soll er noch mehr eingehen? Okay. Soziometrietest hast du kurz erwähnt. Lass mich mal ganz kurz vorlesen. Wer in der Gruppe der Außenseiter ist, das schreibst du, kann man übrigens, wenn man das in der Praxis ausgesprochen sensibel, auch wenn wir das in der Praxis ausgesprochen sensibel handhaben müssen, sehr leicht mit einem Soziometrietest erfassen. Dazu muss man die Gruppe nicht mal kennen. Ja. War für ein komisch interessant. Kannst du da was dazu erzählen? Was ist so ein Soziometrietest? Wie läuft der ab? Soziometrie heißt eigentlich übersetzt, Sozio ist die Gruppe hier. Und Metrie heißt eigentlich messen. Also genau genommen heißt das, wenn man so simpel übersetzt, heißt das, dass man die Gruppe misst. Mhm. Das heißt, man erfasst die Gruppenstruktur. Okay. Und dahinter steckt sozusagen die Frage, für was wir im Leben, ob man klein oder groß ist, wo immer man ist, bekommt man nur für zwei Dinge Anerkennung. Also die gibt es natürlich in ganz verschiedenen Phänomenen, aber es sind nur zwei Dinge. Das ist Attraktivität und Leistung. Es gibt für nichts anderes Anerkennung. Okay. Es gibt dann noch eine Sonderform, die dann Menschen versuchen, wenn man in der Hinsicht wenig zu bieten hat, das ist aber völlig normal, das Mitleid. Die Anerkennung sozusagen, die man bekommt, nicht über diese beiden Faktoren kommen, sondern sie kommen dadurch zustande, dass man ein Mensch ist, dem viel Leid widerfahren ist oder so, oder der momentan an einer schweren Krankheit leidet oder so, oder bestimmte Dinge einfach nicht mehr kann und so. Aber das ist doch dann Mitleid und das nicht Anerkennung. Ja, genau, das ist sozusagen, das ist eine Schwungform. Ist schon, ist eine Schwungform sozusagen. Ja. Das ist eine Schwungform. Aber das ist wichtig, das ist nicht abgesprochen.
Und das bedeutet, wenn man Soziometrietest macht, hat man immer in der Gruppe einen, der den größten Sympathiebonus hat. Genau wie es eben Sie Außenseiter jemand gibt, der den niedrigsten Sympathiebonus hat. Wir Also den. empfinden doch für die Außenseiter sehr häufig Mitleid. Wir empfinden für Außenseiter Mitleid, wenn sie sozusagen, das ist zumindest wesentlich häufiger der Fall, wenn sie nicht zu unseren eigenen Gruppen dazugehören. Das heißt, also sind meinetwegen Kinder afrikanischer Herkunft oder also Menschen, die in irgendeiner Form leiden oder so, dann empfinden wir das gut. Also nicht unbedingt Mitleid, aber wie sagt man, eine Form von Güte oder sowas oder Respekt oder Traurigkeit, dass es Menschen da nicht besonders gut geht und so weiter. Aber in der In-Group, also in den Gruppen, Familie, Freunde, Verwandtschaft und so weiter, dort ist das schwierig. Dort ist das schwierig. Interessant. Weil, wie gesagt, dieser psychohygienische Modus, dass wir den Schwächeren eben nutzen, um uns zu stärken. Darum gucken wir eben auch solche Sendungen, wo Menschen vorgestellt werden, die in irgendeiner Form scheitern und oder sich sozusagen dort zum Deppen machen oder so. Und das ist das Ego. Die Leute gucken ja nicht Dschungelcamp und fiebern da unglaublich mit, damit einer gewinnt, sondern man guckt eben auch, damit man sieht, wie die bei diesen Prüfungen scheitern. Ja, natürlich, das ist ja das Ja, Lustigste. das ist das Deswegen kommt ja auch bei Lustige. Dieter Bohlen, Ja. Singstar und was da nicht alles gibt und wer Ja. wird der nächste Superstar und sowas. Deswegen, die könnten ja auf diese ganzen Idioten, die sich da irgendwie, die ganz gar nicht singen können und Die sowas, die sich könnten die da total verzichten. verhampeln, man könnte man ja weglassen, Nein, aber weil das ist. man will ja eigentlich den Superstar suchen und den, der das ganz toll macht. Und da könnte man sagen, okay, da lässt man die Hampelmänner weg, macht man aber nicht. Das ist ja eigentlich der Nein. Moment, wo man ehrlich ist, da wartet man schon so ein bisschen drauf. Ja. Also, die Soziometrietest. Das ist der Background sozusagen, dass eine Gruppe hat zwei Blicke sozusagen, die wir automatisch haben auf die Mitglieder. Der eine ist, wie attraktiv sind die Menschen, der andere ist, was können die, was haben die, worüber verfügen die. Und wenn man so einen Soziometrietest macht, fragt man, die Fragen kann man sich selber ausdenken, zu wem würdest du heute hingehen, wenn eine Party wäre oder so, kannst du selber ausdenken. Und dann bekommt man sozusagen die Kreuze. Und dann haben die zum Teil, kennen die nicht mal ihren Namen. Und da gibt es eben Menschen, die hast du einmal gesehen und findest sie großartig. Und da hast du Menschen, die hast du einmal gesehen und wirst die nie großartig Noch nicht so finden. richtig Und das ist warm, leider so, interessant. ist das. Das ist so. Das ist so. Und diese Struktur, die man dann hat, die verändert sich natürlich, je dynamischer schon eine Gruppe ist, wie in einem Team, in einer Firma zum Beispiel und so, dann verändert sich das schon. Aber als Lehrer kann man, wenn man das versteht, kann man in kürzester Zeit eine Gruppenstruktur verändern. Interessant. Ich Wäre ja. das vielleicht in Entschuldigung, aber wir sind jetzt schon bei einer Viertelstunde, also sorry, dass ich dich unterbrechen muss, aber eine halbe Stunde schon. Wäre das ein interessantes Thema für ein nächstes Video? Das wäre eine Möglichkeit, ja. Also wie man das konkret beeinflussen kann. Wenn ihr das genau denkt, dann schreibt bitte, macht Smiley drunter, Thumbs up, wie auch immer. Schreibt eure Fragen dazu. Wir werden uns Zeit nehmen und die Fragen beantworten. Weil bin gespannt, was ihr dazu denkt. Gebt mir euer Feedback. Ja, Franz, gibt es noch was, was du unbedingt nur loswerden willst? Nur einen Schluck Kaffee trinken. Noch Kaffee trinken. Sehr gut. Okay, also nochmal für euch alle zum Nachlesen. Ihr könnt das Video natürlich so oft anschauen, wie ihr wollt. Ich werde es bei Instagram, Facebook und auf meinem YouTube-Kanal hochladen. Seid so nett, lasst mir in irgendeiner Form, wenn euch das Video gefallen hat, einen Thumbs up oben. Ihr könnt das Video auch teilen, kommentieren und so weiter. Und bei Lehrermarktplatz findet ihr, ich habe es direkt auf meiner Autorenseite ganz oben hingemacht, bekommt ihr den Begleittext dazu kostenlos zum Download. Könnt ihr nochmal nachlesen, eure Fragen stellen. Seid so nett, nicht direkt bei Lehrermarktplatz unten in die Kommentare, sondern direkt bei Instagram, Facebook, YouTube und so weiter. Dann sehe ich das einfach am allerersten. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt auf eure Fragen, Kommentare und so weiter. Danke, Franz. Blumenstrauß gibt es jetzt nicht. Nee, gern geschehen. Ja, aber du kriegst noch einen Kaffee und ansonsten, ciao.